So Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Enter the Gungeon. Es geht los. Wir haben das Tutorial geschafft. Und es geht los. Ein Schrein für einen Vergessenen, der für einen Vergessenen, der die Waffe gestreckt hat. Was wirst du das auch tun? Okay, ich kann nur weggehen, mehr kann ich gar nicht. Wow, der war knapp. Ich will jedes Mal verdammt nochmal Shift drücken. Weil, weiß ich nicht, warum ich Shift drücken will die ganze Zeit. Keine Ahnung. Das will mich einfach ausweichen. Das habe ich, glaube ich, aus Crosscode immer noch in mir. So, was haben wir hier? Nichts. Rechts vor links, wa? Da muss man echt aufpassen, ey. Wow. Okay, erledigt anscheinend, diesen Raum. Mein kleines Hundi hat einen Schlüssel gefunden. Deckt natürlich keine Geheimgänge auf, mein Hundi. Ich weiß zwar nicht, ob ich die überhaupt mal selber entdecken kann. Auf jeden Fall einen Raum geklärt. Wir haben irgendwie 4 Patronenhülsen hier oben links, seht ihr das hier? Und 2 Schlüssel. Der hat eine AK, die Sau. Boah, das Nachladen dauert aber lange. Ui, hi. Amboss, praktisch und sicher. Lol. Das Ding hat ordentlich Wumms hinter, würde ich mal meinen. So, jetzt geht's wieder drei Dings weiter hier. So. Ganz kurz meine Waffe wieder wechseln zu einer normalen, rostigen Seitenwaffe. Ah ja, hier ist der. Ich glaube, das sind immer die Boss-Türen. Sieht zumindest so stark danach aus. Ali, oh, hier ist ja noch einer. Easy. Den hat zersprengt. Ja, die Waffe gefällt mir, muss ich sagen. Aber ich glaube, die ist zu mächtig noch dafür. Ja, die Armus kann man auch benutzen. Oh, hi. Oder die Seitenwaffe. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Munition mal wieder auflädt. Das war jetzt nicht so gewollt. Achso, der hat die Armus immer noch. Verdammt! Jetzt habe ich das Sprengfass nicht gesehen. Das war nicht gut. Bam! Gut, ich habe ein bisschen Leben verloren, macht aber nichts. Hi, was haben wir denn da Schönes? Eine Kurbelkanone, lade sie auf. Oh, nice. Hier gibt es echt eine ganze Menge Waffen, die man finden kann. Hm, so viel Schaden macht ihr jetzt aber nicht unbedingt. Gut. Hier haben wir noch einen Raum, den wir abklären müssen. Easy. Da ist rechts irgendwas.
Schauen wir mal ganz kurz. Ist das ein Händler? Das ist tatsächlich ein Händler. Ein Nichts für 20 von diesen Münzen. Keine Ahnung, ob das Münzen sind. Ein ganzes Herz, ein Schlüssel, ein ganzes Herz und ein halbes Herz. Und was haben wir hier Schönes? Eine Schneeballkanone für 35 und einen Rucksack für 35. Kann man uns leider beides nicht leisten. Ich würde sagen, ich behalte es einfach mal. Weil ich glaube, ich brauche kein Herz oder so. Ich bin stark genug. Bam. Und wieder eine Kiste. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Okay, dann müssen wir ganz kurz. Muss ganz kurz einen Schlüssel kaufen. War nett, dich zu treffen. Alles klar. Man braucht Schlüssel dafür. Oh, was haben wir da Schönes? Trank der Schusswaffenfreund. Was? Freundschaft? Und Kurzzeit plus 1 auf Schusswaffen? Ah ja. Wie kann ich, wenn ich Space drücke, kann ich ja. Ich nehme mal den Amboss irgendwie. Hab ich irgendwie Bock drauf. Ah, wieder mal da. Wer fehlt da an seinem Nest? Oh, verdammt. Die hat eine Waffe in der Hand. Schnellfeuer-Raubvogel Gatling Guns. Yeah, Mann. Das ist die Frage, von wo schießt sie? Okay, alles klar. Wo ist denn die? Ach, da hinten. Ich glaube, ich kann sie auch treffen, wenn sie. Wenn sie gerade ihre komischen Dinger schießt. Na, kann ich doch nicht treffen. Alles klar. Ach, da ist er ja. Weiß gar nicht, wie lange die Dinge durchhalten. Auf jeden Fall sind sie irgendwann mal kaputt. Die Tische. Kleiner Drecksvogel. Wow. Ich glaube, wenn er drauflatscht, gehen die kaputt. Naja, er macht sie schon kaputt, alles klar. Eine Gatling Gun, der Name, holy shit. Ah, ich liebe Armbrüste. Armbrüste sind so eine tolle Waffe. Schild der Jungfrau freigeschaltet. Hallöchen. Was? Hegemonialer Kredit. Galaxiewelt akzeptiert. Was ist hier noch? Meistergeschoss. Erste Kammer. Und die Bombbegleiter-App. Nimm das. Ah ja, alles klar. Hier haben wir noch was. Ach so. Schildjungfrau nimmt an der Schießerei teil. Ja, okay. Aktiv. Zündet Sprengobjekte im aktuellen Raum. Jugendliche können Bomben heute mit ihren Telefonen zünden. Früher musste man dazu im Gungeon noch schießen. Und passiv haben wir jetzt was bekommen. Meistergeschoss. Dieses seltene Artefakt zeigt, dass die erste Kammer gemeistert wurde. Das ist eine Verbindung zwischen der großen Waffe. Okay, kleines. Was haben wir hier nochmal gehabt bei dem anderen? Erhöht kurzzeitig die Kampffähigkeit der Wetter von Gribbers. Okay. Das ist, glaube ich, wenn man Space oder hat, oder? Ah, guck mal, das ist sogar eine Aktie. Verstehe. Ja. Wobei ich glaube, dass er ein bisschen effektiver ist. Wow. Chill mal. Jetzt habe ich ein Herz dazu bekommen, übrigens. Jetzt habe ich insgesamt 4 Herzen. Eigentlich ja Gungeon Kammer 2. Heißt, man sollte ja echt nicht sterben.
So, wann lädt er sich nochmal auf, diese komische Dingens da unten? Und ich glaube, man behält die, ja, man behält die Waffen auch, also man sollte da echt aufpassen. Fuck! Das ist echt mies. So, okay, das Ding lädt sich relativ langsam auf und auch nur, wenn man Gegner besiegt. Uiuiui. Oh, hi. Dude, dude, dude. Oh, hier ist noch einer. Ich bin gespannt, ob es den Koop-Modus gibt. Ich glaube, es gab einen. Oder es wird noch einen geben. Oh. Oh, oh. Komischer Sprengkopf da unten. Der macht einem durchaus Angst. Alter, was der für eine Sprengkraft hat. So, so. Oh, oh. Nicht getroffen. Ah, ich finde das witzig. Ich weiß nicht, inwiefern hier die Munition... Ey. Machen wir keine Laute hier. Inwiefern die Munition... Oder wie wertvoll die Munition ist. Oh mein Gott. Man musste außerhalb der Range oder der Reichweite gehen von denen, der Sichtweite. Alter, geh in die Tür rein, du behindertes Teil. Holy shit. Weggebumst. Oh, hier waren echt heftig die Gegner. Ist aber ein riesiger Raum gewesen. Und hier gibt es noch etliche Räume weiter. Huch! Will er mich reinschubsen? Ich glaube, die Gegner schubsen mich rein, ne? Die haben es zumindest versucht. Oh ne, nicht du schon wieder. Na, du kleiner Schisser. Jetzt habe ich ja ordentlich HP verloren, ne? Kann ich da noch durchlaufen, ohne dass ich Schaden kassiere? Natürlich nicht, was sonst? Jetzt brenne ich auch noch. Fuck you, ich bin tot. Wie ging das denn jetzt? Wie soll ich denn da bitte rauskommen? Behindert. Getötet von Feuer. Ich habe 30 Minuten 20 Sekunden überlebt. Die Vergangenheit verfolgt dich. Schneller Neustart. Wäre daher wahrscheinlich von Null nochmal anfangen, ne? Boah, das ist ja Panne, Alter. Holy shit. Holy shit. So, wir gehen mal ganz kurz zum... Nein, ich möchte eigentlich zurück zur Bresche. Ich möchte zurück zum Hauptmenü nochmal. Aber ich glaube, da gab es auch keinen... Da gab es... Guck mal hier, beenden Koop. Es gibt also auch einen Koop, allerdings anscheinend hier noch nicht hier. Marineseitenwaffe, passiv, Mut im Angesicht des Feindes. Also ich habe ja echt, ich hätte echt Bock auf Koop, weil Koop, glaube ich, macht das richtig fun, das Spiel. Holy shit. Ich habe irgendwie Bock auf Marinesoldaten und später. Ja, aber erstmal, meine lieben Freunde, machen wir eine ganz kurze Pause und sehen uns dann. Die können alles gleiche, also alle können hier wirklich jumpen. Und ja, ein Tutorial sozusagen gemacht, deswegen kommen wir jetzt gleich hier rein. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war's wieder mal gewesen mit einer weiteren Folge. Enter the Gungeon. Ich hätte wirklich, wie gesagt, echt Bock auf Koop.
Lass uns überraschen. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Folgen weitermachen. Einfach mal die ganzen Charaktere hier testen, wie weit ich sonst auch immer komme. Aber wirklich Bock auf Dings hätte ich schon. Auf Korb, das wäre echt nicht übel. Gameplay. Lehrer von Kampf verbergen. Steuerung. Nö, ansonsten sieht das eigentlich ganz in Ordnung aus. Ja, dann meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge von Enter the Gungeon. Bis dann, ciao.